Ja, moin, es geht weiter. Das Ersatzsignal steht. Das Fundament für die folgende Weiche ist vorbereitet. Hier habe ich schon mal ein Fundament gesetzt für ein weiteres Haus. Und dieses Fundament für jeweils zwei Häuser, die Rücken an Rücken stehen, habe ich ebenfalls erweitert. Und wieder ein Stück geschafft. Es geht voran. Ich habe hier nochmal ein Fundament für die Weiche weitergearbeitet. Hier liegt auch schon mal wieder eine weitere Gerade. Im Anschluss kommt dann die Weiche, die noch mit einem Servomotor ausgestattet werden soll. Hier habe ich nochmal ein Fundament vorbereitet für ein drittes Creator House aus der Lego-Serie. Genauso wie hier. Mit anderen Worten können hier drei Stücke nebeneinander stehen und hier können drei Stück hintereinander stehen. Also hier können dann zukünftig sechs Häuser stehen und hier erstmal drei. Dann habe ich hier nochmal weiter am Bürgersteig gebaut. Und das hier sind schon mal die Fundamente für meine Laternen. Im Gegensatz zum letzten Video, also im Gegensatz zum Video der letzten Woche, habe ich die 2x4 Bricks, also die 2x4 Steine in dunkelgrau, habe ich mal um eine Plattenreihe doch in die Nähe gesetzt. Im Video von letzter Woche waren sie eine Platte höher und das habe ich nochmal zurückgebaut. Die sind jetzt also eine Platte niedriger. Hier könnt ihr das Ganze nochmal von der anderen Seite sehen. Dann wäre das auch mit dem Gehweg, also mit dem 2x4 Dark Blue Gray, die sind jetzt eine Platte niedriger sind, deutlich. Die Anlage wächst. Das Fundament für die nächste Weiche ist fertig. Der Servomotor von Trixbrick liegt auch schon bereit. Kabel sind gezogen. In diesem Bereich habe ich die Straßeneinfassung inklusive Bürgersteig weiter fortgeführt. Genauso auch hier. Ich habe hier noch ein bisschen an den Fundamenten gearbeitet für die Häuser. Die letzten Steine für das Fundament, für die Weiche sind gelegt, sodass ihr im nächsten Schritt die Weiche platzieren könnt. Hier liegt jetzt schon die Verkabelung für die Straßenlaternen. Ja, das ist die Stromversorgung. Auch auf dieser Seite habe ich die schon verlegt, wie ihr sehen könnt. Und das wären eben halt Straßenlaternen von Lightstacks. Habe ich ja schon in einem anderen Video präsentiert. Und des Weiteren habe ich hier schon mal den Rinnstein für meine Straße weiter vorbereitet. Damit ihr euch das Ganze mal ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich hier mal die 10232, das Kino aus der CC-Serie von Lego, platziert. Wie ihr seht, habe ich hier hinten die Laterne entfernt. Dafür kommt hier vorne in den Spalt jeweils eine Lampe von Lightstacks, also hier jetzt zwei Stück. Und dann wird die Lücke auch noch geschlossen mit einer Erweiterung des Bürgersteigs. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss!